Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online, meine lieben Freunde. Eigentlich ist der Rivano jetzt am Start mit Reden, aber ich hab's verpeilt und hab jetzt einfach den Start übernommen. Ja, mach nichts, du darfst. Ich reiß schon wieder ins Mikrofon rein. Ja. So, ja, Rivano ist am Start. Ja, also nicht hallo. Wundern, wenn wir während des Let's Plays hier ab und zu sagen, Rivano zurück! Weil er rafft's einfach nicht mehr mit so einem großen. Das hat mit Raffen nichts zu tun, das ist das Mikro. Das ist nicht das Mikro. Du musst das Mikro. Und eben, ihr müsst euch vorstellen, man sagt so, geh doch mal weiter weg, dann setzt er sich gerade hin, geht vom Mikrofon. Und beim Zocken wird er gemütlicher und sackt so nach vorne und kommt immer näher zum Mikrofon und schreit dann so rein, wie ich das jetzt gerade mache. Sagt er, hallo, hallo, hallo. Und der rafft es einfach nicht. So, und Odin ist dabei, yo. Ja, ich bin auch dabei. Jetzt sieht aber so komisch aus, das Spiel, ey. Was? Ja, ich sehe meinen Assassinen nicht. Doof. So, weiter. Das ist ja auch kein Assassin's Creed. Ja, ich weiß. Hab ich gerade mitgekriegt. Hast du es eigentlich durchgesuchtet? Was? Hast du es schon durchgesuchtet? Nee, ich bin ja die letzten Tage nicht zum Zocken gekommen. Ich habe ja den Livestream gehabt vor der Woche. Und Wochenende war ja Halloween, da war ich mit der Kleinen im Spargelhof in Klausdorf. Ich hol mal hier vorne diesen Pfeil von den Aridi und dann haben wir wieder eine neue Mission. Kleisto! Ja, wir haben dann noch hier das Schicksal eines Freundes. Ja, wir wollten ja eigentlich, normalerweise war unser Ziel ja, die Hauptmission zu machen. Ja, das wäre toll. Und nebenbei wollten wir ja eigentlich sammeln, aber aus der Hauptmission wurde dann nur wieder Nebenmission. Ja, wir haben im letzten deswegen Part haben wir nur einen Händler gesucht, ne? Genau. Und zwar war das die Zuflucht, wollten wir machen. Die Herzen der und hier ist aber trotzdem können wir daneben. Diesmal höre ich nicht auf euch, diesmal nehme ich, tue ich keine Nebenmission weiterführen. Wir nehmen uns jetzt nur Nebenmissionen mit, bis wir die Zuflucht haben. Finde ich auch Zuflucht. So. Also ich erkläre es nochmal, diese blau umrandeten schwarzen Pfeile. Das sind neue Missionen. Die normalen schwarzen Pfeile sind die Nebenmissionen, sind schon Missionen. Also dann keine schwarzen Pfeile antippen, sonst seid ihr wieder in einer Nebenmission drin. So, ich spreche jetzt an. Wie sprichst du denn an? Um zu helfen? Es gibt viel zu tun, aber die Dunmer und die Argonier reden nicht einmal miteinander. Eine bewegte Geschichte verbindet die beiden Völker. Der Ebenherzpakt kann den alten Hass nicht auf wundersame Weise aus der Welt schaffen. Dennoch sollte man meinen, dass sie jetzt, wo Seni in Trümmern liegt, zusammenarbeiten würden. Viele Bewohner haben sich durch die Lava Verbrennungen zugezogen. Weiche Schuppe weiß, wie man Brandsalbe herstellt. Aber er benötigt dazu Schröter-Chitin. Ihr werdet einige Schröter töten und ihm das Chitin in den Tempel bringen müssen. Er wird wissen, was damit zu tun ist. Schröter sind überall in der Siedlung. Sammelt ihr Chitin und bringt es zur Weiche Schuppe. Alte Fäden. Ich dachte, jeder wüsste das. Lange vor der Gründung des Ebenherzpaktes haben die Dunkelelfen die Argonier versklavt. Sie überfielen Schwarzmarsch und brachten die Gefangenen hier hinauf zum Frondienst. Sicher, aber das größere Problem sind die Dunmer. Bis zur Gründung des Paktes waren sie es gewohnt, die Herren und Meister zu sein. Jetzt sind die Argonier auf einmal frei und alle sollen gleich sein. Tja, gesprochen wie ein echter Höfling. Eine bloße Behauptung, alle seien Freunde. Macht noch lange keine Wahrheit. Die Gründung des Paktes war eine Schlacht und auf ihrem Feld verlaufen noch immer viele Fronten. Okay. Onkel? Die Alte, für die will ich eigentlich gar keine Mission machen, weil die hat so eine eklige Stimme. Mhm. So, bei mir war das gefallen. Jetzt hast du aber reingeschrien. Ja, weil du dir wieder alle Nebenmissionen hier schon auf den Weg geholt hast, was wir gar eigentlich nicht zusammen machen wollten. Doch. Sonst würdest du dich ja sehen. So, und apropos, und der weiße Pfeil ist die Mission, die wir gerade haben. So. Für Elle, ja. Und noch was, hattest du auch gerade das schöne Déjà-vu mit Ark? Nee. Ah, mit Chitin, nee. Ja. Ja, ja. Ich hab mich so kaputt gelacht. Ja, die hat ja Chitin gesagt, das ist so ein Material für Rüstung bauen. Von Insekten. Das hat sie da gerade nochmal gesagt. Das wollte ich nur nochmal so erwähnen. Okay.
Ach so, ja, ich brauch doch eigentlich... Hier ist ein schwarzer Pfeil mit weißer Umrandung. Odin, du bist laut ziemlich. Ja, du bist sehr laut, genau. Geh mal schwarzer Pfeil mit weißer Umrandung. Ja, dann holen wir uns noch viele. Mach das, was ich auch machen muss immer und nicht mach. Und ich brauche mein Headset nur, mein Mikrofon ein bisschen wegdehnen. Ja. War, weil ich jetzt so gebrüllt habe, ist der Pegel hoch. Ja. Achso, ich spreche jetzt an, Entschuldigung. Habt ihr zufällig Warmer gesehen? Vielleicht westlich der Siedlung? Wenn ihr welche seht, könntet ihr sie dann zu meiner Mine führen? Ja, als der Vulkan ausbrach, bekamen meine Arbeiter Angst und flohen. Jetzt greifen sie jeden an, der ihnen zu nahe kommt. Normalerweise sind sie ängstlich. Ein paar Schläge sollten sie also ruhig stellen. Ich? Seht mich doch an, ich bin verletzt. Schlagt sie ein wenig, dann benutzt diese Pfeife. Sie wissen dann, dass sie zur Höhle zurückkehren müssen. Denkt daran, bändigt sie und benutzt dann die Pfeife. Wenn ihr das nicht macht, fangen sie wieder an zu kämpfen. Ich werde bei meiner Mine sein, westlich der Siedlung. Ich muss retten, was noch zu retten ist. Dort kann man Quama-Eier finden. Man kann auch Quama-Sekret sammeln. Eine wachsartige Substanz, die sie absondern. Nun, es ist ein Loch im Boden, in dem Quama leben. Also ist es eine Mine. Ihr dachtet doch nicht, dass wir die Eier ausgraben, so wie die Nord nach ihrem Eisen graben, oder? Ich weiß es nicht. Für Tränke, denke ich, oder als Gegenmittel für Gift oder verunreinigtes Wasser. Ich habe nie nachgefragt. Ich ernte es nur. Okay. Okay, so, jetzt ist Odin auf jeden Fall auch fertig. Gut. Guck da jetzt, guck mal, wenn er jetzt hier an meine Stelle geht, guckt in die Richtung, seht ihr oben den schwarzen Pfeil. Und das ist zum Beispiel Mission, da gehen wir nicht hin. Das ist schon von der Mission, von der Nebenmission. Und die haben wir uns letzte Mal aus Versehen angenommen, deswegen mussten wir dann diese komische Nebenmission machen. Ich war mal mit Reizpfeile zurück, die meinst du, oder? Genau. Da hinten, das ist ja alles. Doch, das ist der Prophet. Ist das. Ich komme, Onkel! Seid gegrüßt. Ich komme! Was ist mit dir denn los? Er rast voll aus, ja. Ich komme! Ey, der belebt ihn wieder. Guck mal. Ja, was? An seinem Knie. Stabile Seitenlage. Wer denn? Wo denn? Hier. Ja, wir sind doch schon ganz woanders. Wir wollen ja hier weiter, wir wollen ja Missionen machen, ja. Du bist doch mit in dem Haus. Was redest du denn? Ja, wo ist denn? Ich sehe Ravano nicht. Ist kein Ravano. Da steht mit der Pfeile benutzen. Wollen wir das machen? So, nein. Ist hier. Okay, weil das direkt hier ist. Wo ist denn Onkel? Komische Korn. Der ist hier abgehauen. Hinterm Haus ist der lang. Du bist Ravano nachgerannt. Ja, wo ist der Onkel? Wir sind hier. Und Ravano kommt wieder nicht aus dem Arsch. Ich bin doch da. Ja, das sagen wir. Seid ihr über die Lava gehüpft? Ja. Genauso wie er vor uns geschrien hat. Genau. Guck mal, jetzt haben wir das. Oder vorhin, wo du gesagt hast, sag mal was. Ne, Mensch, doch, wo er gesagt hat, er hat geschrien. Er hat was gesagt. Ich hab doch Hallo gesagt. Nein, hast du nicht. Ich sag, oh, hast du nicht. Nein, ich hab Hallo gesagt. Aber dennoch auf seinem falschen Standpunkt stehen bleiben. Hab ja auch gesprochen, nur wenn ihr nicht zuhört. Guck mal, hier haben wir jetzt so ein schwarzes Zeichen, die Fürstin. Was? Ja, die aber Fürstin. Das ist. Ich hab kein schwarzes Zeichen. Ein Gebäude ist das. Siehst du? Doch, da hier oben. Ja, vielleicht ist das da mal, wo wir was verkaufen können, weil ich hab wirklich keinen Platz mehr im Inventar. Ich ja, auch nicht. Da ist eine Spende, mach den Platz. Holt sich jemand meinst du, ich laufe ja, Monster? Ne, natürlich, aber nicht immer das, wo wir draufschlagen. Das ist das, was mir auch ist. Wäre halt gut, wenn du das daneben nehmen würdest oder so. Also nicht gerade das, wo ihr drauf beugen. War ja nur eins, aber was nein, es waren zwei. Ich würde gerne so ein Vieh haben. So ein Angriff, wo ich einfach was rausballer, weißt du? Oder mich selbst hinziehe und nicht wegziehe. Guck mal, hier unten ist die. Guck mal da hin, hier. Ah, das ist das Schöne an dem Spiel, die Leute, man hat immer wieder eine Überraschung, die auf uns wartet.
Ach, Grivano, du nerviger Sack. Ich helf dir doch. Mann. Brauchst du nicht helfen? Du kriegst doch auch Punkte. Und ich krieg auch Punkte. Nee, das dabei. Ist ja gar nicht. Ist das, das ist die Fürstin oder was? Nee, das ist ein Spieler hier. Ach, hier, benutzen. Du kannst ja. Ah, Mundstein. Diejenigen, die unter dem Sternbild der Fürstin stehen, erhalten den folgenden Segen. Erhöht die psychische Resistenz. Ihr könnt immer nur einen Segen gleichzeitig besitzen. Ich hab einen Segen jetzt genommen. Die physische Resistenz. Da mach ich auch mal mit. Mach ich auch mal mit. Ja, Segen akzeptieren. Alleviala. Okay, jetzt bin ich gesegnet. Komm, Onkel, weiter. Lava laufen, ne? Oh, hier ist noch irgendwas schwartet, Onkel. Und das ist auch Richtung, eine Höhle. Das ist auch Richtung Pfeil. Hier ist auch immer schwarz. Wenn ich rausgucke, wird es auch schwarz, ja. Wieder tiefste Nacht. Ah, das sind okay. Wieder diese komischen Fliegendinger. Ah, hier ist es schon, Onkel. Eine Höhle, die Zufluchthöhle. Aber hier ist schon das weiße Ding, wo wir hin sollen, Onkel. Weiße Ding. Ja, das andere ist eine Höhle auf jeden Fall. Mhm. Oh, da kommt einer am Pferdchen. Ach, das ist ein Haus. Wir sollen hier rein. Die Zuflucht. Geh mal rein, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Oh, der sieht ja aus. Der Typ sieht ja geil aus. Sieht aus wie Odin. Bloß, dass er zwei Augen hat. Odin hat nur eins. Oh, der hat gar keine Augen. Solo-Verlies. Der Prophet war einst ein gesunder und kräftiger Mann. Ein grauenhaftes... Aha. Ach, Solo-Verlies, wie erst. Ich dachte, der Solo-Verlies. Hm, da ja. Jetzt habe ich gar nicht drüber nachgedacht, was überhaupt Solo bedeutet. Solo heißt alleine. Ja. Allein, allein. Kennst du dich aus, Odin? Allein, allein. Boah, ja. Was dauert denn der Scheiß? Der ist so wieder so gemein heute, der Onkel, ey. Der Onkel Saurus, ja. Geht wieder ab. Aber das ist scheiße, ich will hier eigentlich nichts machen, weil ich kann mir nichts mehr aufnehmen. Ich hab eine Zitrone gefunden. Möchtest du eine haben? Soll ich die mit? Ich hab auch eine Zitrone gefunden, aber ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich sehe euch nicht. Boah, also, nee, echt jetzt, Odin. Okay, Odin, ich würde sagen, du suchst uns und dann kannst du weiterspielen. Oh mein Gott, ey, Wahnsinn, Wahnsinn. Warte mal, vielleicht oh, hier kann man verkaufen und so. Ja, ich glaube, du bist auf einem anderen Server, Odin. Du solltest nochmal zu uns porten. Wo kann man verkaufen? In der Solo-Insel kann man verkaufen? Der Solo-Insel, Solo, wo Achtung, denn? Achtung, ich habe den Propheten angesprochen. Ich spreche dir noch nicht an, weil... Achso, Entschuldigung. Ich hab mal angesprochen. Ist weg, weg. Ja. Wo kannst du denn da jemanden was verkaufen? Was erzählt ihr denn da? Ja, da war, sah so aus, weil da so Dings. Bestände waren so. Bestände. Oh, der, ich soll dem folgen. Jetzt erfahre ich von Ereignissen, sagt er. Sieht aber ganz komisch aus mit schwebenden Steinen und so. Das ist schön, also wissen wir jetzt schon, wie wir hier, wie es ausschaut in der Welt. Okay. Okay, wir sprechen jetzt den Propheten mal an. Macht das. Willkommen in der Zuflucht, Entseelter. Dieses Heim ist so bequem, wie es sich eine alte, ausgetrocknete Haut wie ich nur wünschen kann. Trotz meiner Blindheit. Nein, gerade ihretwegen sind meine anderen Sinne umso schärfer. Dieser Ort hatte einfach den richtigen Geruch. In der Tat. Aha. Doch wir sollten nichts überstürzen. Ohne das Wissen darum, welchen Weg wir zu beschreiten haben, wird uns jede Straße nur ins Nichts führen. Ehe wir also unser Schicksal wirklich begreifen können, müssen wir uns erst mit der Vergangenheit beschäftigen. Was? Gewissermaßen. Ich lade euch dazu ein, in meinen Geist einzutauchen und mit mir durch Visionen der Vergangenheit zu wandeln, damit ihr die Ereignisse versteht, die uns zu dieser Zeit und zu dieser Stunde zusammengeführt haben. Kommt in meinen Verstand, Entseelter, und geht mit mir durch die Schatten vergangener Ereignisse. Jetzt? Ah, jetzt wird geladen. Muss dem folgen. Naja, aber ich kann. Dann labert er dir nochmal eine Telefonzelle ans Bein. Folgt mir, Entseelter. Das ist Gandalf. Erfahrt von den Ereignissen, die dieser Krise vorausgegangen sind. Ich kann man nicht einsammeln. Hat aber die Stimme von Saruman. Meine Geschichte begann, als ich auf den Stufen der Abtagonottenpriester ohne Erinnerung an mein voriges Leben war. Dann gibt's da keine Untertitel. Hat mich bemitleidet
und in ihren Schoß aufgenommen. Ich war schwach und dem Tode nahe. Habt ihr wieder angemacht, die Untertitel? Wir sind immer Untertitel an. Dort habe ich das erste Mal die Schriftrollen der Alten gesehen und mein Leben ihrer Erforschung verschrieben. Die Schriftrollen erlaubten es mir, das Gewebe der Wirklichkeit zu sehen, weil jeder tiefere Einblick hat. Was will das Ding hier haben? Keine Ahnung. Wo finde ich das denn, Untertitel? Bei Video? Ne. Hab's auch gerade gesucht, keine Ahnung. Spielwelt? Questübersicht. Ich raff's nicht, keine Ahnung. Vorlagen, Vibration, Gabelweise, Schlachtrufe und. Red ihn an. Okay, warte, dann red ich jetzt auch an. Ich weiß nur, dass ihr wichtig seid, Entseelter. Die Schriftrollen haben mir lediglich enthüllt, dass euer Schicksal eng mit dem der fünf Gefährten verwoben ist. Die fünf Gefährten sind eine Gruppe von Abenteurern, die einst nach einem Artefakt suchten, das man das Amulett der Könige nennt. Sie hofften darauf, dieses Artefakt einsetzen zu können, um Akatosh, den Drachengott, davon zu überzeugen, ihren Anführer als ein Drachenblut anzuerkennen. Jene vom Drachenblut sind Sterbliche, denen Großes vorherbestimmt ist und durch deren Adern das Blut der Drachen strömt. Es heißt, nur ein wahres Drachenblut könne die ewigen Drachenfeuer der Kaiserstadt entzünden. Waren Aquilarius, der Sohn eines kolovianischen Herzogs, der eine Rebellion gegen Kaiser Leovig anführte und ihm die Krone entriss. Doch Waren war kein wahres Drachenblut, wie jene, die auf dem Rubinthron sitzen, es gemäß der Traditionen zu sein haben. Ihr habt schon genug Geschwätz von diesem alten, blinden Narren gehört. Es ist an der Zeit, dass ihr die fünf Gefährten selbst trefft und Zeuge ihres Schicksals werdet. Hab ich schon mal gesagt, dass ich gerne was verkaufen würde? Was willst du? Die haben sich aber ein nettes Mittagsgeschehen hier gemacht. Tochter der Riesen war die mächtigste Kriegerin im Dienste des Kaisers. Dann Abnurtan, ein mächtiger Zauberer und Großkanzler des kaiserlichen Ältestenrats. Das gibt's doch gar nicht, was sind denn die Untertitel? Meister der Rotwardon, Sai-Sahar, Anführer der kaiserlichen Drachenwache. Der Kaiser Waren Aquilarius, der versuchte, die Drachenfeuer zu entfachen und daran scheiterte. Unter Einstellungen. Schließlich Manni Marco, der Verräter, der König der Würmer, ein mächtiger Nekromant und euer Scharfrichter. Teil und wo unter Einstellung, du Vogel? Ich sehe nicht. Doch gar nicht. Unschuldige Kopfbedeckung, Ausdauerverbesserung, Ratten. Räte zusammenfassen, immer alles einsammeln, immer alles stehlen, bevorzugte Sehenswürdige Territorien. Gesamtlautstärke, Musiklautstärke, Klangeffekte, Umgebungsgeräusche, Effektlautstärke, Oberflächenlautstärke, Dialoglautstärke, Schrittlautstärke, Spiellautstärke. Habt ihr Unschuldige verschonen eigentlich an oder aus? Aus, ich töte alle. Okay, gut. Ja, liebe Leute, ich wüsste, wenn wir alle als Solo spielen, dann kommt das halt ein bisschen mit den Quatschen durcheinander. Macht aber nichts. Beim nächsten Mal ist dann wieder Ruhe beim Erzählen. Da musst du sagen, wenn du den ansprichst. Ja, aber das ist ja. Du musst ja die ganze Zeit, weil wir unterschiedlich da ansprechen. Das passt schon. Immer alles stehen. Dies waren die fünf Gefährten, die sich von der Kaiserstadt aus auf eine große Suche begeben haben, um das verlorene Amulett der Könige zu bergen. Erworben. Mit Kronen erworben. Manni Marco hatte Waren überzeugt, man könne das Amulett einsetzen, um ein Ritual durchzuführen, das die Drachenfeuer wieder entzünden würde. Er behauptete, dies würde Akatosh erfreuen und ihn so das weg, da war mal hier in Einstellung, war denn mal drinnen zu nehmen. Untertitel. Laut der Tradition kann nur ein Drachenblut Anspruch auf den Rubinthron erheben. Ist gefunden, oder? Ist der eine wahre Kaiser von der der öffnet sich. Schlecht. Waren eroberte Cyrodiil und riss den Thron an sich.
Doch solange er kein Drachenblut war, musste er befürchten, dass man seinen Anspruch in Frage stellen würde. Jeder der fünf Gefährten wurde wegen seines Muts und seines Geschicks ausgewählt. Und jeder von ihnen nahm eine bestimmte Rolle innerhalb der Gruppe wahr. Über wen wollt ihr mehr erfahren? Lyris habt ihr bereits getroffen. Ach, du Scheiße, nee, komm. Sie ist eine... Ich komme, das ist nicht alles an. Tut mir leid, also sorry, Leute, also das ist mir zu viel. Dies waren die fünf das ist dir Gefährten. Zu viel. Ich habe alles angehört. Von jedem einzelnen Ritter. Ja. Um ein Ritual durchzuführen, das die Drachenfeuer wieder entzündet. Von dem Propheten, der hat genug erzählt. Er behauptete, laut der Tradition kann nur ein Drachenblut Anspruch auf den Rubinthron. Das war's, oder? Kann ich jetzt wieder raus? Eine wahre Kaiser. Ich muss diesen Scheiß alles anhören. Okay, Lyris habt ihr bereits getroffen. Sie ist eine Nordkriegerin aus den vereisten Landen Himmelsrands hoch im Norden. Man sagt, in ihrem Stammbaum ließen sich echte Riesen finden. Warum erkor sie wegen ihrer Kraft und ihrer Treue zu seiner persönlichen Leibwächterin. Sai Sahan stammt aus einer langen Ahnenreihe von adligen Schwertmeistern der Rotwardonen. Er war der Anführer der Drachengarde, der Leibgarde Warens und des Ältestenrats. Während Lyris als Warens Leibwächterin diente, fiel Sai die Aufgabe zu, die Gruppe als Ganzes zu beschützen. Die Tarns sind eine der einflussreichsten Familien Cyrodiils. Abnur, ihr Patriarch, ist der Anführer des Ältestenrats. Ein mächtiger Kampfmagier und ein gerissener Politiker. Dank seines Rats war es Waren einige Jahre zuvor gelungen, den Kaiserthron an sich zu reißen. Nur aus dem Arsch. Manimako, der Verräter, der große Feind, der mächtigste Nekromant, den diese Welt je gesehen hat. Die Verderbnis seines Wurmkults reicht bis in den hintersten Winkel Tamriels. Er war es, der Waren überzeugte, jenes Ritual durchzuführen, dessen Zeuge ihr gleich werdet. Es kam zu einer Katastrophe, Krieg und Pestilenz. Die Welt wurde in die Knie gezwungen. Nun schaut gut zu und seht selbst, wie der Hochmut eines einzigen Mannes die größte Bedrohung erschuf, der sich unsere Welt jemals stellen musste. Oh oh. Ich hab da ja nicht das Level, um das machen zu können, oder? Da ist sie, die Feuerschale des Drachenfeuers. Manimako, seid ihr sicher, dass das funktioniert? Es wird funktionieren, mein Lehnsherr. Das Amulett der Könige wird die Drachenfeuer neu entfachen und für euren rechtmäßigen Platz als Kaiser sorgen. Ich gebe euch mein Wort. Es sollte besser funktionieren, Manimako, oder euer Nacken wird mit meiner Axt Bekanntschaft machen. Mein Herr, würdet ihr eurem Halbriesenhaustier bitte einen Maulkorb anlegen? Sie nervt. Genug, ihr beide! Wir sind hier, um den rechtmäßigen Anspruch meines Herrn auf den Rubinthron zu sichern. Abnur, beginnt mit dem Ritual. Ich muss ein Schicksal erfüllen. Beim Licht der Drachenfeuer beanspruche ich meine rechtmäßige Abstammung. Bei den Feuern der Erschaffung lasst mich neugeboren werden. Beim Willen Akatoshs nenne ich mich Drachenblut. Fahren nach Filarios, ihr seid kein Erbe Alessias. Ihr werdet für euren Frevel zahlen. Der Schleier zwischen Tamriel und dem Reich des Vergessens reißt und trennt sich aus. Was ist los? Der Himmel öffnet sich. Das ist sehr schlecht. Ah! Das sollte nicht geschehen. Was bedeutet das? Ich könnte. Was hat ihr getan? Leichtgläubige Narren, der Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und dieser Welt wurde zerrissen. Und Meister Molagbal ist frei und kann Tamriel für sich beanspruchen. Akatosh, vergebt mir. Seid gnädig mit unseren Seelen. Jetzt muss ich mal mit dem Propheten sprechen. Ich habe jetzt gerade gesehen, wie die das Ritual durchgezogen haben. Das Ritual zerriss den Schleier zwischen Nirn und dem Reich des Vergessens. So konnte Manimako damit beginnen, die Seelen zu rauben, die sein Meister für die dunklen Anker und den Beginn der Ebenenverschmelzung brauchte. Akatosh schenkte Alessia das Amulett der Könige als Symbol seines Bundes mit Nirn. Solange sich das Amulett in der Obhut von Alessias Erben befand und die Drachenfeuer brannten, war Tamriel vor den Daedra geschützt. Boah, krass, Leute. Manimako brachte Waren durch eine List dazu, den Bund zu brechen.
Und so zerriss der Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und Nirn. Die Schriftrollen der Alten nennen dieses Ereignis den Seelenbruch. Es verschaffte Molag Bal die Möglichkeit, die Seelen Nirns von ihren Leibern zu trennen. Waren ist verschwunden. Inmitten dieses Chaos nahm Sai-Sahan das Amulett der Könige an sich und flüchtete. Lyris wurde von Manimarko gefangen genommen und nach Kalthafen in das Reich von Molag Bal gebracht. Tarn ist weiterhin Kanzler des Ältestenrats und seine Tochter Clivia herrscht jetzt als kaiserliche Regentin. Doch die wahre Macht liegt in den Händen Manimarkos und seines Wurmkults. Als ich die Wahrheit über die fünf Gefährten herausfand, stellte ich ein paar unauffällige Nachforschungen an. Doch anscheinend waren sie nicht unauffällig genug. Manimarko erfuhr von meinem Interesse und entführte mich. Er brachte mich nach Kalthafen, wo ich ein Gefangener blieb, bis ihr mich befreit habt. Die Wahrheit ist stets eine Bedrohung für jene, die Böses tun. Manimarko fürchtete, ich würde seinen Verrat aufdecken. Und wenn bekannt werden würde, wie verwundbar Nirn ist, könnte dies die Intrigen seines Meisters bedrohen. Molag Bal macht keine halben Sachen. Begleitet mich ein Stück. Jetzt müsst ihr wieder folgen. Ich hoffe, ich quatsche euch nicht dazwischen. Vor langer Zeit stand geschrieben, solange das Amulett der Könige von Alessias Erben getragen wird, wäre Tamriel vergessen sicher. Aber der Seelenbruch hat den Schleier zwischen den Welten zerrissen und verschaffte Molag Bal die gewünschte Gelegenheit. Molag Bals dunkle Anker durchdringen den zerrissenen Schleier und wollen in die Kalthafen ziehen. Diese furchtbaren Werkzeuge der Zerstörung sind überall in Tamriel aufgetaucht. Boah, Alter, was ist das denn? Die Welt krank, Alter. Geil. Jetzt kam gerade dieses Anker runter, oder was das da ist. Guck mal nach oben dann. Wenn der Herr der Gewalt und Unterwerfung erfolgreich ist, wird er unsere Welt und seine in einer furchtbaren Ebenenverschmelzung zusammenfügen. Nur wenige werden diese Tortur überleben. Die Überlebenden werden für alle Ewigkeit versklavt sein. Ich hab gerade Tomatensuppe gegessen. Und so fällt es an euch, Entseelter. Wir müssen Molag Bal und seine dunklen Anker aufhalten, oder unsere Welt ist verloren. Und jetzt scheint die Geschichte uns eingeholt zu haben. Sollen wir zur Zuflucht zurückkehren? Wie ihr wünscht. Krasse Scheiße. Wo bist du denn? Ich bin jetzt, geht's gerade zur Zuflucht zurück. Okay, dann muss ich den Typen nochmal anlabern. Okay, dann laber ich den halt nochmal an. Und so begann es. Der Rest der Geschichte muss erst noch geschrieben werden. Jetzt ist es eure Geschichte. Und es gibt noch viel zu tun. Doch eines solltet ihr wissen. Diesen Weg müsst ihr nicht alleine gehen. Wir müssen stärker werden und zahlreicher. Ihr werdet mehr brauchen als die Begleitung eines blinden alten Mannes, um den Lauf der Geschichte zu ändern. Wir werden unsere eigene Gruppe von Gefährten um uns scharen. Das erste Mitglied habt ihr bereits getroffen. Lyris opferte ihre Freiheit, um uns die Flucht zu ermöglichen. Sie ist noch immer in Kalthafen gefangen. Ich muss ihren genauen Aufenthaltsort ausfindig machen, wenn wir sie retten wollen. Das wird Zeit brauchen. Manimarkos Handlanger weben ein Netz aus Lug und Trug. Sie hetzen die Völker Tamriels aufeinander und lenken ihre Aufmerksamkeit von der wahren Bedrohung ab. Sucht diese Handlanger auf, wo immer ihr sie findet. Morgen. Und deckt dann ihre Lügen auf. Vergebt mir. Es hat mir doch einiges abverlangt, euch Einlass in meinen Geist zu gewähren. Ich muss mich ausruhen. Ich werde zur rechten Zeit wieder Kontakt mit euch aufnehmen. Möget ihr bis dahin im Licht wandeln, Entseelter. So, oh, Entschuldigung, ich hab geschafft, ist ab, ist fertig. Ihr könnt jetzt wieder reden, Entschuldigung. Ja, kein Problem, ich hab ja auch noch. Und schöne Belohnung gibt's. Ein Ring. Ja, und ein Fähigkeitenpunkt. Also müsst ihr ja auch mal wieder einsetzen. Sehr geil. Wir müssen die Fehler der Vergangenheit. Ja, ich komm mal raus aus dem Loch hier, aber jetzt machen wir erstmal eine Nebenmission, oder?
Du kommst raus aus dem Loch. Warte mal, wir gehen jetzt erst, genau, wir gehen jetzt erstmal aus dem Loch, also aus dieser Zuflucht raus. Ja, und dann machen wir einen Cut, oder? Ich weiß nicht. Richtig, wir sind jetzt schon bei 30 Minuten. Oh. Ein Teufelskreis. Das sagt Odi, wenn da 30 Minuten Parts hochladen würde, dann würde er aber kacken. Ja, mach ich ja. Mit Richtig. Wie sieht's denn aus, Rivano? Wie war das nochmal? Was für Fähigkeit soll ich jetzt, was machst du da? Machen wir im nächsten Part in Ruhe, okay? Weil ich... Der kam von unten, Rivano. Alter, nur weil du im Loch drin warst, ja? Musst du dich nicht wieder saubern. Der kam von ganz tief unten, Rivano. Ist er einmal im Loch drin, der kleine Odin, dann muss er gleich die Sau rauslassen. Merkt ihr das? Ja, dann ist das. Und deswegen ist das Loch nämlich auch ganz schnell wieder weg. Ja. So. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, Onkel, mach Verabschiedung. Ja, genau. Er steht jetzt hier vor den Steinfällen da, oder was? Ja. Wo? Nackt. Ja, Moment, es lädt noch bei mir. Jo, ihr seid hier. Schon mal reden. So, liebe das Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir erstmal für heute den Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut doch. Bringt es dich mal aus dem Konzept, okay? Oh. Du wolltest dich verabschieden. Ja. Schaut auch mal bei Rivano LP vorbei. Und wenn ihr bei Rivano natürlich seid, dann schaut auch mal bei mir vorbei, bei Gamerscheck LP. Oder würde ich sagen. Achso, ja, gut. Oder würde ich sagen. Sehen wir uns bei mir sollen sie auch vorbeischauen. Nö, du hast mich, wenn du mich irgendwann nervst, sag ich dich nicht wieder. Und Kanäle sind unten verlinkt, natürlich außer Odins Kanal. Nee, Quatsch, alles verlinkt. Schaut doch mal bei Odysseus vorbei. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Part wieder. Und bis dahin erstmal. Ciao.